Heckenwälder Jacob. Nachtgebiet. Kapitel 6. Emma! Gottverdammt. Mist! Fuck! Mann. Ich könnte echt kotzen. Na super. Emma, bist du das? Ach, dann wollen wir mal. Ich frage mich gerade, nee, das ist nicht die Treppe, die, oder doch? Doch, ich glaube, das ist der Weg. Ich bin mir noch gerade nicht tausendprozentig sicher. Ob wir Emma finden oder ob das Vieh uns findet. Finden wir es raus. Oh. Puh, da will man echt nicht fallen. Gut kombiniert, Sherlock. Wenn der wüsste, was hier alles abgegangen ist. Unser Kollege hat keine Hand mehr. Sehr merkwürdig. Mist, verdammt. Weiter. Und ich, mein Ziel ist wirklich, dass jeder diese Nacht überlebt, egal wie sehr ich jemand leiden kann oder nicht. Keine Gefallenen am Ende des Spiels. Und wir brauchen Karten. Nee, es geht nur hier lang. Ach, wie ist das schön. Obwohl, bei dem Aussehen hätte ich ja Angst vor ihm. Emma. Oh Gott, Emma! Verdammter Scheiß! Erschrocken, erfreut. Wir freuen uns natürlich. Oh mein Gott, Emma. Bin ich froh, dich zu sehen. Natürlich. Scheiße, Mann! Au! Du hast mich im Stich gelassen! Emma, komm schon! Was zur Hölle ist hier los? Hey, kein Plan, okay? So ein Bär hat Nick und Abby attackiert. Ja, mich auch. Aber das war niemals ein Bär. Was? Wo? Wann? Warum? Sorry, ich bin froh, dass du hier bist. Ja, gerade so. Ich meine, das Ding, das mich am Baumhaus angegriffen hat. Was? Was war damit, Emma? Es war wie aus einem Horrorfilm. Okay, es war wahrscheinlich nur ein Bär, der sich bedroht gefühlt hat. Wie blöd kann man sein? Du weißt genau, dass das kein Bär war. Gut, das stimmt. Und jetzt rennen hier diese gottverdammten Jäger herum. Was für eine Party. Das hier waren die. Das ist echt viel Blut. Ja, zum Glück nicht meins. Hm, riecht irgendwie ziemlich streng, finde ich. Okay. Okay, wir müssen aus diesem Wald raus. Ah, meinst du Sherlock? Weißt du, Jacob, du musst dich echt nicht immer wie das größte Arschloch aufführen. Sag die Richtige. Entschuldigung, defensiv, ich versuche uns... Ja! Hey, ich versuche uns zu retten! Ich bin ganz gut allein klargekommen. Ja, hat man gesehen. Was? Ich kann mich selbst retten, Mann. Ich werde mich nicht Hals über Kopf in dich verlieben, nur weil du den Prinzen spielst. Weißt du...
Ich wäre nicht überrascht, wenn du hinter allem steckst. Oh mein Gott, was? Ich könnte gerade so viel sagen, aber ich halte einfach meinen Mund. Ich halte einfach komplett meinen Mund. Heiß alles. Oh mein Gott. Oh nein, schon wieder. Sorry! Verstecken? Jetzt wieder Luft anhalten. Das wird ganz, ganz kritisch. Wir hätten rennen sollen. Geht einfach weg. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Geh weg. Lass uns in Ruhe. Gott. Hör auf zu lachen. Ich geh einfach zu Emma, auch wenn sie es nicht verdient hat. What's going on here? Oh mein Gott. Was zum Teufel? Das Spiel ist nicht mehr die Zeit, sich aufzuregen. Scheiße! Oh mein Gott. Rausziehen, los. Los, Eisen. Was ist da jetzt der Unterschied? Wir können den nicht rausziehen, weil dann sind wir behindert und können nicht mehr laufen. Scheiße. Schaffen wir das, schaffen wir das, schaffen wir das, schaffen wir das? Bitte sag was. Nein, er hat es nicht geschafft. So ein netter Jäger von dem Anwalt. Alter, mein Gott. Das solltest du nicht machen. Der Jacob hat nur Glück. Nur. Hackett's Quarry Camphitten. 23 Uhr. Caitlin. Da sind wir im letzten Wort stehen geblieben. So, aber jetzt wirklich Real Talk. Ich habe vorhin gesagt, ich hoffe, dass alle durchkommen. Mittlerweile würde mir eine Person davon wirklich egal sein. Der erste Satz ist, zwei wurden angegriffen. Und das Einzige, was sie dazu sagt, nicht etwa, geht's denen gut, sondern ja, ich auch. Und dann nur, oh ne. Also, ich halt hier für jeden die Hand ins Feuer, also für immer. Statement. Gehört sie zu diesen Jägertypen? Ich glaube nicht. Vernünftig, mitfühlend. Mitfühlend. Alles klar? Ich weiß nicht, wer die andere war. Hab sie noch nie gesehen. Ich auch nicht. Und sie? Ja. Das ist Kaylee Hackett. Mr. H's Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Oh nein. Kaylee. Ja.
Dachte ich auch. Oh Mann. Arme Kelly. Nick! Du riechst so gut. What the fuck? Oh nein. Einschalten. Alles klar, Kumpel? Reiß dich ein bisschen am Riemen. Fick dich, Caitlin. Wow. Das sieht nicht gerade gut aus. Nick, was ist? Ich will dich schmecken. Oh nein. Hey! Komm her. Oh, Nick, was soll das? Oh, lass das! Pass auf! Ich meine es ernst! Nick? What the fuck? Alles okay? Er hat sie klatschen, oder? Nick, Mann! Ja, wir trösten. Nick helfen. Ich hab ihn. Das könnten alles Fallen sein, auf die ich nicht reinfallen will. Was habe ich getan? Ich weiß nicht. Er ist so kalt. Okay, bringen wir ihn ins Poolhaus. Da ist's warm. Ich nehme jetzt mal an, dass er verseucht ist. Aber wir opfern ihn nicht. Nee. Ruh dich aus. Kein Poolhaus. Fuck. Tut mir leid. Der sieht nicht wirklich gut aus. Zappel nicht so rum. Sie ist sauber, soweit ich sehe. Also es blutet nicht. Aber ich bin auch kein Doktor. Hier, das ist noch der Rest von der Krankenstation. Toll. Gut, du brauchst aber dringend medizinische Hilfe. Nicht wir mehr. Müssen alles dokumentieren, was passiert. Für die Polizei. Ja, Leichen im Pool muss man schon erklären. Hm? Langsam, Mann. Also Fotos und so Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei uns keine Silbe von diesem kranken Scheiß glaubt. Nicht ohne Beweis. Ab sofort. Habt ihr das Handy parat und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist? Ja. Ob das eine gute Idee ist? Alles okay bei dir, Abby? Hey, warum siehst du dich nicht mal um, ob du was findest, das es Nick bequemer macht? Oh Mann. Ja, so besser? Das sieht nicht gut aus. Ja. Hey. Alter. Wir wissen halt auch nicht, ob die Leute, die... was das ist, was die haben und ob die sich verwandeln. Wir haben ja keinerlei Infos über irgendwas. Gut, er hat sich schon seinen Arm abgehackt, der eine, aber ob das so dringend nötig war, wissen wir nicht, weil wir wissen noch nicht das schwarze Zeug, die schwarze Seuche, was die macht und gut, man könnte sich dann in Seides verwandeln, ne, aber weiß ich nicht. Na super. Es war so anders hier, vor nur 12 Stunden. Unheimliche Zeichnung. Unter diesen Fundsachen befindet sich eine grobe Skizze einer Frau im Wald. Diese Geisterscheinung scheint ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Diese Geistgeschichten, meine ich. Die Hexe von Hagrid's Quarry. Warte mal, hä? Ich würde auch gerne mal wieder eine Karte finden. Achso, das war das Symbol. Okay. Ob wir mit Jacob von Seven eine Karte finden müssen? Ich weiß es nicht.
Fragen über Fragen, dieses Spiel macht mich fertig. Aber ich mag's. Es wird auch immer dunkler hier hinten irgendwie. Ja. Wir sollen hier irgendwo was finden, aber wo? Um es ihm bequemer zu machen. Hier. Wo Caleb jetzt wohl ist? Camperfoto L1. Camperfoto. Ein neueres Stück Geschichte des Camps. Darauf ist Ryan noch jünger und amüsiert sich mit Chris Hackett's Kindern. Caleb und Kaylee. Rest in peace. Ja, er hat irgendwas Seltsames. Er ist echt krank. Ja. Krass, wie er voll ausgeflippt ist im Wasser. Ja, er war wie ein Fisch auf dem Trockenen. Nicht? Schon. Wisst ihr, das war seltsam, als ich die Wunden versorgt habe, bei der Lodge. Inwiefern denn? Er war ja echt voller Blut, aber ich habe keinen Biss gesehen. Oder Schramm, gar nichts. Er hat sich immer bewegt, als ob er nicht wollte, dass ich sehe, wie schlimm es ist. Huh. Tollwut? Er hat keinen Schaum vorm Mund. Das sieht Abby vielleicht anders. Stimmt. Und ist Angst vor Wasser nicht ein Tollwut-Symptom? Ich ahne, worauf es hinausläuft. Ja, aber bei Tollwut geht's wohl um die Angst vorm Trinken, nicht vorm Nasswerden. Das hier war... wie eine Katze beim Baden. Ja. Abby? Ich will dich schmecken. Ja? Kann ich dich was fragen? Na klar. Magst du mich? Ruhig. Wir machen mal ruhig. Nick. Bitte, ich sag's mir. Ich fand unsere gemeinsame Zeit hier sehr schön. Das ist so... so ein... ist so... was? So ein Schlag ins Gesicht. Der hat ein leichtes Aggressionsproblem. Abby? Was? Ich muss dich etwas fragen. Liebst du mich? Ja. Okay. Warum hast du mich, Abby? Oh Gott. Eingespannt mitfühlend, das tue ich nicht. Mitfühlend. Nick, das tue ich nicht. Doch. Doch, es stimmt. Du kannst mich nicht leiden, oder? Ihr habt ja schon geküsst. Wovon sprichst du? Sag die Wahrheit. Ich sage dir die Wahrheit. Gott. Ich hätte es wissen müssen. Was? Du bist wirklich nicht die Hellste, was? Dummerchen Abby. Oh Gott. Stopp. Leichte Beute. Mein Opferlamm. Oh Gott. Das bist nicht du. Das bist nicht du. Ich... kann jemand einschalten? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, Abby! Abby, alles okay? Krasser Scheiß. Er verwandelt sich. Nick muss sterben. Yep. Können wir... wollen wir das... ich... Nein. Nein.
Oh, verdammt. Jetzt wissen wir, was es nun. Wir hätten schießen sollen. Verdammt. Da will man einmal an das Gute glauben und so. Oh Gott. Beziehungskrise. Ja, wir retten ihr Leben. Nix, sorry, aber Abby. Headshot. Abby, alles okay? Krasser Scheiß. And let's go. Ja, er verwandelt sich jetzt doch trotzdem noch, oder? Nein! Können wir es überhaupt retten? Super, jetzt gibt's zwei davon. Ich bin verwirrt. 23:52 Emma, Campfeuerstelle. Oh. Emma. Das Drama geht wieder los. Emmas Beauty Palace, wo jetzt sind die live. Hin? Wenn sie angegriffen worden sind, werden sie nicht mehr hier sein. Okay. Wenn ich als Campbetreuer in der Nebensaison am Lagerfeuer feiern würde. Mhm. Es zu regnen beginnt und hier Monster wären, ginge ich in die Lodge. Ich brauche immer noch Karten. Und diese Musik gefällt mir irgendwie gar nicht. Reins Gruselmärchen. Ich wusste gar nicht, dass sie dem Kid solche Angst machen. Als Betreuer haben wir voll versagt. Lustig, dass man das nicht lesen kann. Brief eines Kindes. Dieses Kind hat offenbar seine Meinung geändert und den Brief nicht abgeschickt. Große Storys sind eben einfach nur erfunden. Ich glaube, in diesem Spiel ist es wahrscheinlich gar nicht möglich, alle zu retten, aber ich weiß es nicht. Aber ich denke, mit Jacob hätten wir vielleicht eine Vorahnung freischalten können, was Nick angeht. Aber auch das ist nur Spekulation. Sicher. Ach echt. Hm,
Da gibt es zwei Wege. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt eh alle 5 Sekunden alles passieren. Geht's hier überhaupt lang? Ja. Wäre der andere Weg besser gewesen? Ich habe keine Ahnung. Aber gut, bei der ist mir das im Endeffekt eh scheißegal. Was macht dieses Spiel mit uns? Und ich brauche Karten. Gut, da bis vorhin. Als ob wir nicht einfach hier geradeaus da durchgehen können. Obwohl, sind da nicht die Jäger gewesen? Ich lasse das Spiel einfach machen. Ich lass es einfach passieren, alles. Wo sind... Oh. Das war keine Karte. Hier passiert gleich irgendwas. Hundertprozentig. Ach nee, das ist ein Baumschopf. Okay. Ihr seid Zeugen, es gibt hier keine Karten. Oder? Ach, das. Als ob ich ja auch wüsste, wo es lang geht, als ob. Ich weiß es eben nicht. Dieser Weg kommt mir gerade so dermaßen unendlich vor. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob mein Leben am Ende ankommt. Ich würde hier wirklich irgendwann, ich würde verhungern, wenn ich Emma wäre, ich würde irgendwann wahrscheinlich so tief im Wald sein, kein GPS-Signal mehr, kein Empfang mehr, tot. Wir sind im Kreis gelaufen. Wo sind wir falsch abgewogen? Ich kann aber auch nicht sagen, ich skippe jetzt, bis es weitergeht, weil es könnte ja auch alles geplant sein. Ach, wisst ihr was? Wir sehen uns gleich wieder, wenn was passiert, und wenn nicht, wir sehen uns gleich wieder. Du weißt, was da passiert. Ich habe das noch nie gemacht, Pa. Wir bleiben einfach erstmal still. Diese Scheiß-Kids! So, was? Oh nein! Hey, stopp! Wehr dich nicht! Los, die Spritze! Ist sie gebissen, Pa? Woher soll ich das wissen? Ich weiß nicht. Lass mich mal sehen. Nein. Lass deine Finger von mir! Oh nein. Oh. Das hätte ich jetzt nicht gemacht.
Ich straff hier nichts mehr. In other words.